Ach so. Moment mal, so wird das noch nichts. Ja, du musst sie erstmal anschalten. Na also, jetzt sehe ich alles. Weiter im Text. So, und jetzt mit den Gummihandschuhen. Nee, so wird das nichts. Ich brauch doch Klebeband. Oder bräuchte ich einen Sender? Bisschen eklig, das Ding. Was? Das sind doch nur normale Gummihandschuhe. Leute, ich weiß, das sieht so aus, als ob ich mich jetzt hier total dämlich anstellen würde. Aber so ist es wirklich nicht. Also, don't know, was ich hier machen muss. Hier ist ja nicht mal Tesafilm. Und die anderen Leute sind anscheinend auch weg. Normalerweise nimmt man dann Tesafilm und nimmt dann damit die Abdrücke ab, die man halt vorher sichtbar gemacht hat. Das kennt man, vor allem wenn man mal im TKKG-Club war. War ich nicht, aber ich fand schon immer cool. Oder müssen wir jetzt Catherines Zimmer? Vielleicht hat sie ja Tesafilm. Hast du hier irgendwo Tesafilm rumliegen? Oder eine nackte Catherine, die hier rumliegt, die wir bespannern können? Wir können hier gar nichts machen. Hä, wo sind die denn jetzt? Da ist der Rechner. Da können wir irgendwas nehmen. Das ist das. Was haben wir hier noch für Hotspots? Das da. Manche Spiele sind bereits am Tag ihrer Veröffentlichung Klassiker. Was war denn das jetzt hier für ein Klassiker? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ach so, ich muss da einfach nur draufklicken und nehmen drücken. Ich denk mal wieder zu kompliziert. Ich hab gedacht, wir brauchen hier noch hier Tesafilm, um das so da drauf zu kleben und dann abzunehmen. Aber nein, ich hätte es einfach nur nehmen brauchen. Okay, jetzt muss ich ihn nur noch übertragen. Ja, ihn, den Fingerabdruck. Und wie mache ich das? So. Okay. Sorry, Leute. Ja, also es liegt nicht daran, dass ich zu wenig nachdenke, sondern dass ich zu viel nachdenke und zu kompliziert. Laserschranken. Jetzt nicht. Nein, das auch nicht. Hacking Laserschrankenkonfigurator. Haha. Ich muss wahrscheinlich das irgendwie einscannen, oder? Nur wo? Wo scanne ich das ein? Ja, am Computer. Oder nicht? Oder ist hier so ein Ding? Nee. Hä? Mache ich denn jetzt damit? Och, Leute. Die Steuerung ist so kacke. Bisschen eklig, das Ding. Ja, wie scanne ich das denn jetzt ein? Wo muss ich den Scheiß denn jetzt hinstecken? Boah, ey. Der Sonamu von 1976. Ich habe damals 3 Wochen gebraucht, um ihn wieder zum Laufen zu kriegen. Schön. Habe ich hier mal wieder irgendwas übersehen?
Nein, das habe ich doch schon benutzt. Rechner benutzen. Ach, das sind zwei. Oder wie? Oder was? Wo benutze ich denn jetzt diese scheiß Handschuhe? Was soll ich denn jetzt damit machen, mit den Abdrücken? Wahrscheinlich doch irgendwo einscannen, weil was soll ich denn sonst damit machen? Jetzt nicht. Wie jetzt nicht? Wie, hä? Jetzt sagt er auch jetzt Nein, jetzt nichts. nicht. Ich habe zu tun. Ja, ich weiß. Ich weiß noch nicht, was du jetzt machen sollst. Voilà. Fertig ist der künstliche Wächterfinger in 0,0 Sekunden. Ich bin ein Genie. Dein Ernst? Ernsthaft? So einfach? Und ich denke hier um tausend Ecken und total kompliziert, dass er das irgendwie einscannen muss mit irgend so einem Laser oder sonstigen Sachen. Dabei war es wirklich sowas von einfach. Wow. Super Spiel. Hallo? Bleib da nicht am Fahrrad hängen. Okay, einen künstlichen Finger verwenden. Mit dir selber. Den kannst du dir ja mal schieben in den Poppes. Ja, jetzt müssen wir, glaube ich, Catherine finden. Oder? Ha, super. Genau wie es im Chaos-Scene stand. Ja, super. Super. Oh, da ist ja Catherine. So, dir geben wir jetzt das scheiß Ding. Bitte. Das geht nicht mal. Sieht übrigens pervers aus. So, fertig. Wo ist Bernie? In der Stadt. Schon wieder? Bin ich eigentlich der Einzige, der hier einen Einbruch vorbereitet? Ist gut jetzt, Mike. Du bist der Größte. Genau. Hier wäre zum einen der Finger von Mr. Stevens. 100% gefühlsecht und funktionsfähig. Geht. Die Personalliste habe ich auch an Land gezogen. Im Museum hat morgen ein Typ namens Michael Nesbitt Nachtdienst. Nesbitt, okay. Geht das klar? Keine Gewissensbisse, weil du den Typ noch von früher kennst oder so? Nerv mich nicht, Mike. Nur eine Frage. Es ist alles in bester Ordnung. Wie lautet die Nummer des Diensttelefons? 162 34. Hat Bernie gesagt, wann er wiederkommt? Nein. Ich weiß auch nicht, was er immer Wichtiges zu tun hat. Wir besprechen morgen früh nochmal alle Details. Die fette Nahaufnahme von ihrem Gesicht. Was war das denn? Oh mein Gott. Wo hat er denn jetzt das Silikon her? Also mit diesem Finger da. Also es fiel mir gerade mal ein. Der hat doch nur zwei Handschuhe gehabt. Okay, haben sie sich die Animation dafür erspart? Naja, okay. Aber es war jetzt gerade echt gruselig mit ihr. Da ist ein Anruf für dich auf dem AB, Catherine. Dein Vater, glaube ich. Ach du grüne Neune. Der ruft neuerdings öfter an. Sieht ganz so aus. Was hat er denn plötzlich? Das Gleiche, was er immer hat. Er kommt nicht damit klar, dass er ein Schwein ist. Ach so. Na dann. Ich gehe hoch, okay? Ja, zocken. Dann geh mal zocken. Wow, sie schweigt. Catherine schweigt. Schweigt. Dramatische Szene des Schweigens. Hey Bernard, da bist du ja. Wann bist du denn wiedergekommen? Wurde spät gestern, oder? Sorry, ich bin ein bisschen versackt in der Stadt. Ich hab gerade hey, gelesen. Seht mal, wer uns mit einem Besuch beehrt. Bernard, na sowas. Und Action. Okay, Jungs, Lagebesprechung. Actionmusik, Actionmusik, voll die Actionmusik. Warum ist jetzt hier so eine Actionmusik? Es passiert doch gar nichts Actionreiches.
Oder passiert gleich etwas Actionreiches mit sehr viel Action und Explosionen und Diebstahl und wird das Spiel jetzt endlich mal wirklich, wirklich, wirklich spannend? Ich meine, es ist ganz okay. Es ist jetzt nicht totlangweilig, aber es ist jetzt auch nicht hier, boah, mir brennen gleich die Sicherungen durch, weil es so toll ist, weil mir alles... Naja, egal. Ich höre jetzt auf damit. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen witzig. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es sind ein paar so Kritikpunkte. Also, naja. Was sollen wir jetzt hier machen? Ach, Anrufbeantworter, der blinkt doch schon wieder. Oh, eine Nachricht. Unser Anrufbeantworter. Oh nein, ernsthaft? Jetzt nicht. Wie jetzt nicht? Ja, sehr schön. Spannende Musik und so. Ach so, Leinwand. Ja, gut. Also, das London Modern. Ich habe mir nochmal die Pläne angesehen. Wir machen Folgendes. Morgen fahren Bernard und ich am frühen Abend mit dem Boot zum Kanal beim Museum. Mike, du parkst deinen Van vor dem Museum. Zapf die Kameras an und halt dich bereit. Ich tauche durch den Kanal und gehe vor der Kellertür in Stellung. Bernard, du postierst dich in Wächteruniform vor dem Museum. Um 23 Uhr ist Wachwechsel. Um 22.50 Uhr wird der Wächter die Haupttür entriegeln. Das verschafft uns ein Zeitfenster von knapp 10 Minuten. Um 22.50 Uhr rufe ich das Diensttelefon in Ausstellungsraum 2 an. Während der Wächter dorthin geht, betritt Bernard das Museum, geht zum Wachraum, öffnet die Tür und stellt die Aufzeichnungen ab. Mike, du beobachtest die Kameras und gibst Bernard Bescheid, wenn er das Gebäude wieder verlassen kann. Ich öffne die Kellertür mit dem Bumpkey und gehe nach oben. Dann tausche ich die Bilder und mache mich sofort auf den Rückweg. Bernard, du solltest inzwischen wieder beim Van sein. Ihr macht euch unauffällig aus dem Staub. Ich selbst nehme das Boot. Wir treffen uns im Loft. Alles klar? Alles klar. Gut, dann checkt bitte die Ausrüstung und bereitet das Boot und den Van vor. Ich schaue jetzt bei Robert vorbei. Hoffentlich ist er fertig. Ne? Okay, es geht weiter? Okay. Loft, Docklands. Immer noch der 4. Juli, aber am Nachmittag. Ja, wir sollen jetzt bei Robert vorbeischauen, anstatt dass sie automatisch schon direkt zum Robert geht. Nein, wir müssen jetzt zu Robert gehen. Über die Karte. Mal gucken, ob sich wieder die Gegenstände um ein Zentimeter oder ein Millimeter verschoben haben. Robert? Robert. Hey, na, wie geht's dir? Es geht schon. Du siehst aber nicht so aus. Das Bild ist fertig. Klasse, du bist ein Schatz. Wir machen die Sache. Heute Nacht. Mhm. Und? Bist du aufgeregt? Tja, ein bisschen. Aber das gehört wohl dazu. Sicher. Ihr schafft das schon. Robert, was ist denn los mit dir? Ist was passiert? Können wir dir helfen? Alles in Ordnung. Vielleicht werde ich einfach ein bisschen alt für den Stress. Ja, der ist ja immer noch ein bisschen depressiv. Aber das Bild ist fertig. Aber es muss schon spannend sein. Also nicht, dass ich das gut finde, so mit Clown und so. Aber es ist bestimmt ein richtig spannendes Leben. Und dieser, dieses Adrenalin dahinter, was man halt hat. Also, und es ist bestimmt aufregend, so ihr Tun, was sie da so machen. So nachts irgendwo einbrechen und so. Also nicht, dass ich das gut finde, aber es ist bestimmt aufregend. Komm schon, raus mit der Sprache. Hast du immer noch diese Angst? Tja, ich hab nachgedacht, Catherine. Oha, was kommt denn jetzt? Weißt du, ich glaube, es wird Zeit für dich, Schluss zu machen. Für uns alle wird es Zeit. Du hast Angst, dass sie uns erwischen werden, hm? Die Dinge haben sich geändert, Catherine. Was wir hier tun, ist kein Spaß mehr. Spaß war es nie. Doch, das war es. Ein Spaß von ein paar Weltverbesserern, die Robin Hood spielen. Das ist es jetzt nicht mehr. Du sagst das so, als ob wir Terroristen wären. Wir schaden doch niemandem. Wir helfen. Das legen wir uns so zurecht, Catherine. Natürlich schaden wir jemandem. Denen, die wir täuschen. Denen, die wir belügen. Denen, die wir bestehlen. Nicht wir sind die Lügner und Diebe auf dieser Welt. Doch, wir sind es. Ich weiß wirklich nicht, was plötzlich in dich gefahren ist. Was ist jetzt anders als die letzten 5 Jahre? Bedroht dich jemand? Du bist zu jung, um dein Leben wegzuwerfen. Und du bist zu alt, um so weiterzumachen.
Du redest wie mein Vater. Ich rede wie jemand, dem an dir liegt. Das weiß ich doch. Du musst dich erholen. Vielleicht brauchen wir alle ein bisschen Abstand. Nach dem Sommer machen wir Pause, okay? Ich verspreche es dir. Okay, ich verstehe ihn. Und ich finde, er hat auch recht. So, aber Geld... Brauchst du irgendwas? Hast du noch genug Geld? Ich komme noch eine Weile aus. Gib lieber Bernard ein paar Pfund mehr. Wieso? Ist er etwa pleite? Er hat sich 2000 Pfund von mir geliehen. Wozu denn das? Er sagt, er hat noch Schulden bei seiner Ex-Frau. Warum spricht er denn nicht mit mir darüber? Du solltest eigentlich nichts davon wissen. Ich dachte, ich erzähl's dir, weil ihr so eng befreundet seid. Das dachte ich eigentlich auch. Sei nicht so streng mit ihm. Er schämt sich. Schämt sich? Ihr Männer seid wirklich eigenartig. Oder Bernard macht sein eigenes Ding. Also, weil er ja auch öfters mal weg ist und so. Ich glaube, da ist irgendwas im Argen. Okay, ich muss jetzt los. Die anderen warten schon. Grüß sie von mir und passt auf euch auf. Pass du auf dich auf und mach dir keine Sorgen. Ich melde mich morgen, wenn alles geklappt hat. Ja, aber wir nehmen jetzt das Bild mit. Das unheimlich schöne Porträt von Winston Churchill. Ja, guck es vorher noch so schön an. Das hätten wir. So, und dann Tschüssikowski, wir gehen nach draußen und dann ins Loft zurück. Und da muss natürlich immer die Uhrzeit drüber stehen. Ist alles klar gegangen? Ja, alles klar. Ich hab das Bild. Und? Wie geht's McBride? Hat er immer noch seine Panikattacken? Ich erzähl's euch später. Habt ihr alles vorbereitet? Klar. Kann losgehen. Okay, Freunde. Dann mal toi toi toi. Wir sehen uns am Museum. Okay. Also dann, passt gut auf euch auf. Ja, Catherine, gehst du auch mal los? So erst 10 Jahre später? Wie? Am Museum? Können wir nicht zusammen dahin fahren? Ach so, mit dem Boot? Oder wie? Na dann lass uns mal los. Moment noch. Ich möchte dich was fragen, Bernard. Mhm. Hast du eigentlich Geldprobleme? Wieso? Wie kommst du darauf? Bernard, wir sind Freunde, okay? Wenn es ein Problem gibt, von dem ich wissen sollte... Ich spiele nicht mehr. Das ist es doch, was du wissen willst. Nun sei nicht gleich beleidigt. Ich frage nur, weil... Mit wem hast du gesprochen? Mit niemandem. Was machst du immer in der Stadt, Bernard? Spionierst du mir nach? Hätte ich denn Grund dazu? Ja. Ich habe Sachen zu klären. Mit Michelle. Private Sachen. Genügt das? Seit wann habt ihr denn wieder Kontakt? Ich dachte... Catherine, wir sind Freunde und wir wohnen zusammen. Du bist ein wichtiger Mensch für mich. Aber ich muss nicht mein Leben für dich protokollieren. Okay? Ich bin ein paar Jahre älter als du. Es gibt eine Menge Dinge, die ich ganz gut ohne dich entscheiden kann. Okay? Okay. Dann lass uns jetzt fahren. Wir sind spät dran. Merkwürdig, aber Michelle ist also jetzt seine Ex-Frau. Dann wäre das auch schon mal geklärt, ne? Weil wir ja nicht wussten, wer sie war. Mike, wir sind jetzt da. Roger, ich bin hier auf meinem Posten. Dann warten wir jetzt, bis es dunkel ist, oder? Genau. Bernard wird sich hier beim Boot umziehen und nachher in den Wachraum gehen. Ich gehe dann mal auf Tauchstation. Ihr seid bereit, Jungs? Natürlich. Immer. Okay, dann geht's jetzt los. Ich bin an der Tür. Bernard, alles klar bei dir? Ich bin oben am Eingang. Mike, wo ist der Wächter? Im Zielraum. Okay, ich lasse es jetzt klingeln. Du lässt es jetzt klingeln, wie denn? Dann will ich mal hoffen, dass dein Bumpkey passt, Mike. Welcher Bumpkey? Ach so, der. Was ist los? Was machst du? Du musst es erst klingeln lassen. Der Typ steht immer noch da. Ja, ich mach ja schon. Wie jetzt klingeln? Ach so, okay. Ihn erstmal anrufen. Okay, das hätten wir. Er geht rüber. Sekunde noch, okay. Jetzt. Go. Ha ha.
Ich bin drin. Die Bewegung gerade von mir. Total bescheuert. Bernard, du bist jetzt dran. Okay. Ah ja. Alles ruhig. Mike? Ich sehe dich. Geh schon. Okay. Hä? Wo sollen wir denn hin? Da können wir nicht rein. Ach so, hier hin. Ach so, stimmt. Ja, hiermit. Ist ja klar. Es geht doch sowas von in die Hose. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das nicht in die Hose geht. Okay, Mike. Saubere Arbeit. Da wären wir. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Alles klar. Anscheinend werden die über Nacht ausgestellt. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Aktenschrank? Das sieht nach Personalbögen aus. Genau. Kabel trennen ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das wär's. Dann sieh jetzt zu, dass du da rauskommst. Schon unterwegs. Catherine, du bist dran. Ah ja, das war jetzt sehr anstrengend. Wo ist der Wächter? Vorne im Gang. Catherine, go. Bernard, komm zum Van. Catherine, go! Müssen wir jetzt auf Zeit spielen? Wow. Die mittelamerikanische Abteilung wird gerade neu aufgebaut. Ah, wow. Müssen wir das hinterher auch noch klauen? Dann wer ist aus Marmor? Oh, dann wissen wir ja schon mal, wo alles steht.